So, hallo und herzlich willkommen hallo. Im Wald. Wir haben heute Partnerlook. Passt ihr nur nicht. Ich kann meinen ja lüpfen, ne? Sie hatten zu kleinen Kopf. Das funktioniert alles nicht. Jedenfalls machen wir heute Klopapier, ja, weil Klopapier ist ja bekanntlich alle. Und da ist jetzt die Frage, wie kann man Klopapier selber machen? Ursprünglich hatte ich überlegt, ich zeige euch 10 Moossorten, die sich als Klopapierersatz eignen. Aber sind alle nicht schön, sind wirklich alle nicht schön. Und deswegen machen wir jetzt selbstgemachtes Klopapier. Und dafür brauchen wir erstmal Holz. Denn Papier macht man ja bekanntlich aus Holz. Und da haben wir Holz. Und jetzt müssen wir Holz klein machen. Wir haben hier extra schon den Mixer mitgebracht. Um das dann entsprechend noch kleiner zu machen. Und im Grunde muss man jetzt nur eine geeignete Holzart finden. So, und während Evelyn Holz klein macht, wie immer bei unserer Beziehung, sie macht die Arbeit, ich erzähle was dazu. Gell, Schatz? Ja, Schatz. So, folgendes. Grundsätzlich bei der Wahl der Holzfaser kann man jetzt schauen, was für ein Papier man eigentlich haben möchte. Wenn man ein hochwertiges Papier haben will, also so ein richtig tolles Schreibpapier, so für edle Texte und schnörkellose Briefe, die kein Mensch mehr schreibt, aber theoretisch könnte... Tiefsinnige Gedanken. Tiefsinnige Gedankenbriefe, genau. Theoretisch könnte man dann dafür irgendein hochwertiges Papier nehmen, was dann auch entsprechend ein bisschen mehr kostet natürlich. Und das braucht dann einen recht hohen Anteil langfaseriger Holzarten in der Herstellung. Und langfaserige Holzarten, ja, die einfach lange Holzstückchen, dünne Holzfäden quasi sich ja zusammensetzen, nennt man Makrofibrille. Zellulose Makrofibrille, und die sind umso länger, je nadelholziger das Holz ist, sozusagen. Also es gibt natürlich keinen Gradienten, welches Holz nadelholziger ist als andere Nadelhölzer. Aber Nadelhölzer sind da grundsätzlich also für hochwertiges Papier erstmal besser. So, Nadelhölzer haben aber das Problem, dass da auch noch Harz drin ist, und wenn man daheim eben sich sein Holz selber machen möchte, dann möchte sein man Papier. Da... Sein Papier. Holz selber. Wir machen kein Holz selber. Machen wir nicht. Wachsen die Bäume schon wir selber. Wir können uns in den Garten stellen und Photosynthese machen. Das darfst du dann machen. Ich stelle die Kamera auf und gehe dann meiner Dinge nach. Kriege ich dann trotzdem ein Mittagessen? Nein, du machst dann Photosynthese. Aber Manu. Ja, keiner geht in den Wald und füttert die Bäume. Na gut, dann machen wir das nicht. Dann machen wir doch Papier und nicht Holz selber. Und das machen wir jetzt, indem wir eben Laubholz nehmen, weil Laubholz halt eben den Vorteil hat, dass da kein Harz drin ist, und da müssen wir schon kein Harz rauskriegen. Da ist leider trotzdem immer noch Lignin drin, also der sogenannte Holzstoff. Auf Deutsch sagt kein Mensch in der Fachwelt. Ja. Entweder weiß man nicht, was das ist, und wenn man es weiß, dann nennt man es Lignin, und kein Mensch sagt Holzstoff. Aber theoretisch heißt das Holzstoff auf Normaldeutsch. Und das ist quasi der Zement, der die Fasern des Holzes, also die Stahlträger, umschließt. Also das ist das alte Beispiel, das ich jedes Mal bringe, wenn ich kurz erkläre, wie Holz aufgebaut ist. Das besteht aus Zellulose, Hemicellulose, Lignin und diversen Extraktstoffen, die da noch drin sind, um gegen Pilzbefall zu schützen. Und Zellulose ist quasi das, was wir haben wollen. Das sind so ganz lange Fasern, die eben in gepresster Form als Papier dienen können. Hemicellulosen wollen wir nicht haben, weil das sind so verzweigte Fasern. Die sehen so ein bisschen aus wie eine Daune. Wenn man sich eine Daune anguckt, so in alle Richtungen, so kleine Fädelchen abstehend. Also wenn man sie ganz stark vergrößern würde. Ja, die sind natürlich auch auf mikroskopischem Niveau, und deswegen sieht man das gar nicht bei einer einzelnen Hemicellulose. Aber ganz viele von denen auf einmal geben dann auch eher so eine breiartige Substanz, ohne dass da irgendwie eine schöne Faserstruktur entstehen würde. Wollen wir also auch nicht haben. So, und das Lignin, das wollen wir schon gar nicht haben, weil das ist bei normaler Outdoor-Temperatur, sprich irgendwas zwischen minus 20 und plus 40, irgendwie so um den Dreh, ist das ziemlich fest. Ziemlich hart und sorgt halt eben dafür, dass dann diese Fasern, die dem Baum die Längsstabilität und auch das Höhenwachstum verleihen, nicht bei jedem Mist zur Seite geweht werden und umgebogen werden, als ob der Baum ein Grashalm wäre. Und deswegen ist dieses Lignin eben wichtig. Wollen wir aber für unser Papier auch wieder nicht haben, weil das soll ja kein Brett sein, sondern Papier.
Und das müsste man jetzt alles rauskriegen. Und dafür müsste man das ganze Zeug chemisch quasi aufkochen mit verschiedenen Chemikalien. Da bietet sich irgendwelche Sulfidgeschichten an. Ah, und dann kann man es noch chlorig bleichen. Heutzutage bleicht man im Regelfall ohne Chlor, mit Wasserstoffperoxid beispielsweise oder anderen Oxidationsmitteln. Und das ist alles gut. Ja? Also gut für die Umwelt vor allen Dingen, weil die Sache mit dem Chlor immer ein ordentlich chloriges Abwasser gegeben hat, was auf die Dauer dann auch nicht so schön ist für das Gewässer. Wo immer das reingeleitet wird. Und schön machst du das, Schatz. Ja, du könntest nämlich zum Punkt kommen und mir hier helfen. Ach so, ja. Und das können wir alles nicht machen, weil wir sind ja kein petrochemisches Großunternehmen, nein. Aber wir haben kein Klopapier mehr und müssen jetzt da was herstellen. Ganz genau. Und das wird der nächste. Richtig. Ne, du weißt schon. So, und bevor ich jetzt päckchenweise Klopapier zugesendet bekomme, wir haben schon auch noch Klopapier. Ja, aber wir tun jetzt mal so, als hätten wir kein Klopapier. Du nimmst die ganze Dramatik weg. Weißt du, was passiert, wenn ich sage, dass mir irgendwas fehlt? Ja, du kriegst 5 Päckchen mit diesem Inhalt. Ganz genau. Es fehlen ganz viele Ferraris und fehlen viele, was kann man noch brauchen? Zimmermädchen, die aufräumen und putzen. Aber siehe das Kienspan-Phänomen. Ja, ich hatte mal angemerkt, dass bei mir im Wald keinen Kienspan gibt. Das stimmt ja auch. Ja, inzwischen habe ich kistenweise. Gut, ja, jedenfalls. Mit Klopapier, das kleinere Übel. Mhm. Habe ich noch was vergessen, Schatz? Sorry, ich habe dir nicht zugehört, ich habe gearbeitet. Das ist wie im Leben, wie im Leben, ja. Wobei, da bist du der nicht zuhört, weil er nachdenkt. Stimmt. Gut, ja, warte mal, zeigen wir mal kurz den Mixer vor. Ja, da muss mindestens noch bis zur 300 Marke was rein. Ach du Scheiße, sonst ja, okay. Das nicht viel Klopapier. Da muss noch was gehen. Wir müssen also den Mixer noch deutlich befüllen und dann kommt da einfach Wasser dazu und dann macht man das halt klein. So, das zeigen wir dann im Keller. Ja, das Problem ist dann, wir haben ja keinen Strom, um den Mixer zu betreiben hier im Wald. Wobei? Nein, Schatz. Aber wenn man eine Powerbank, eine ganz krasse hat, wo man einen normalen Stecker vom Mixer reinstecken haben kann. Haben wir nicht, Schatz. Haben wir nicht. Okay, gut, jedenfalls ist das jetzt halt Pappel, was wir hier verwenden. Warum zum Geier nehmen wir jetzt Pappel? Könnte man nicht auch irgendein anderes Laubholz nehmen? Grundsätzlich schon. Die Sache ist aber die, je hartholziger die werden, desto kürzer und härter auch die Fasern und desto dichter die Holzstruktur. Und das eignet sich dann eigentlich nur für irgendwelche Spezialpapiere, dass man wirklich für irgendwelche super speziellen Anwendungen haben möchte. Deswegen nimmt man dann vorzugsweise, wenn man schon Laubholz nimmt, damit man halt nicht das Harzproblem hat. Bei den anderen Kram, den kannst du im Holz noch drin, im Papier noch drin haben. Das ist nicht so schlimm. Aber Harz willst du wirklich nicht drin haben bei so selbstgemachten Papierchen. Das kann je nach Harzigkeit des Holzes eben halt wirklich stören. So. Ja, und verkleb hier nachher den A nach dem Putzen und das ist nicht toll. Ja, Dann kann man nämlich gar nicht mehr aufs Klo. Und das wäre schade. So, und Pappel deswegen, weil es halt ein sehr weiches Laubholz ist, lässt sich deshalb schnell bearbeiten. Deswegen hocken wir hier auch in unserem Pappelwäldchen. Nicht nur Pappel, ist auch ein bisschen Eiche dabei, aber nicht viel. Ja, und das hat so eine Faserlänge von so 1 bis 2 mm, wenn wir Glück haben, das Pappelmaterial. Zum Beispiel Fichte, da hätten wir bis zu 5 mm Faserlänge und das gibt dann halt einfach, oder auch mal 6 theoretisch, und das gibt dann halt einfach ein glatteres, schöneres Papier. Aber da wir ja nur Hygienepapier haben wollen, ist das ja wurscht. Ne? Das heißt ja nur, das ist wichtig. Ja, natürlich, aber so im Grundeffekt ist das relativ wurscht. Schatz, wir haben ja echt Partnerlook. Wir sind beide blau und haben beide einen Hut auf. Mhm. Ausgezeichnet. So, wir schnitzen jetzt weiter und dann sehen wir uns wieder im Keller beim Mixen. So, hallo und herzlich willkommen im Keller zum großen Klopapierproduktionszentrum. Folgendes. Wir haben hier jetzt mal unseren Klopapieraufbau hier im Hintergrund drapiert. Bestehend aus unserem Holzerzeugnis, schon bereits im Mixer. Chefin holt gerade noch irgendeinen Aufsatz auch für den Mixer, damit der Mixer dann auch funktioniert. Der ist schon ein bisschen älter, der hat sich schon länger.
Wir haben jetzt einen Holzmix. Wir hatten nämlich noch aus Schnitzereien, die wir halt daheim gemacht haben, noch etwas Liriodendron übrig. Also ein bisschen eher ein härteres, eigentlich ein ziemlich hartes durchaus Laubholz, weil wir hoffen, dass das noch ein paar bisschen längere Fasern zu unserem Mix beifügen kann. Und wir haben noch einen Hauch Kiefernholz beigefügt, einfach damit wir ein paar längere Fasern dann vielleicht potenziell noch drin haben könnten. Allerdings ist das Kiefernholz in eher kleinen Spänen vorhanden, weil es halt doch gerne mal hier zum Raspeln und zum Holzbearbeiten und so weiter und so fort einfach übrig geblieben ist. Wir sammeln fleißig unsere Holzspäne auf, wenn wir hier irgendwie mit Holz hantieren, für den Fall, dass man die noch für irgendwas braucht. Klopapier zum Beispiel. So, also das ist da drin. Jetzt habe ich die Ehre, euch das Setup zu präsentieren. Hier ist rote Schüssel. Rote Schüssel dient dazu, dass wir dann unseren Holzbrei reinmachen, also unsere Faserpampe. Ne? Hier ist der Schöpfrahmen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber darauf befindet sich mein Anglitz. Das soll zumindest mein Anglitz sein. Ich bin gespannt, wie das dann nachher rauskommt, damit man weiß, mit wem, weil ja Klopapier immer irgendeine Prägung hat. Ich wollte jetzt nicht sagen, damit man, aber im Grunde schon. So, und das ist unser Schöpfrahmen. Das geht natürlich noch besser mit einem Gitter. Ein Gitter haben wir nicht, deswegen haben wir jetzt hier eben einen Stöffel eingenommen. Und damit schöpft man dann eben hier draus dann die Pampe. Sobald die Pampe fertig ist, dann wird die Pampe hier drauf platt gedrückt auf so einem Stückchen Stoff. Und dieses Stückchen Stoff wird dann mit der darauf haftenden Pampe hier auf dem Wäscheständer entsprechend aufgehängt. Habe ich alles korrekt erklärt, Chefin? Chefin sagt, glaub schon. Okay. Action. Dann legen wir los. Wir legen los. Also, dass es dann eine flüssige Pampe wird, braucht es wahrscheinlich ein paar Minuten. Mhm. Das wollen wir euch aus akustischen Gründen nicht antun. Wir machen da mal oben. Wir machen da immer so Zwischenschnitte quasi. Ja, nee, wir drehen es durch und was machen wir da bis 600? Bis 600. Ich habe keine Ahnung, wovon sie redet, aber sie weiß bestimmt, was sie tut. Oh. Ja, einfach viel Wasser rein. Ja. Nicht ganz bis zum Maximum. Mhm. So. Und sieht schon mal lecker aus. Nachher wird es dann ziemlich laut. Ein Smoothie. Okay. Ja. Let's go. Ein Smoothie. Power. Boah. Irgendjemand muss den Deckel drauf heben. Boah. So, also das ist jetzt das Resultat. Da haben wir jetzt noch ein kleines bisschen von der weißen Wasserfarbe was dazu getan, damit das nicht ganz so dunkel wird. Nimmt nämlich sehr schnell wirklich eine ziemlich dunkle Farbe an. Wahrscheinlich hat man noch ein bisschen Rindenstückle drin oder sowas. Kann es sein, oder? Ja, müsst fast. Ja, gerade vom Zeug aus der Werkstatt, also quasi von den Indoor-Teilen, war da wohl noch ein bisschen was in der Richtung. Und in der Rinde sind dann halt immer gleich so Farbstoffe auch drin, die das Ganze dann ziemlich schnell, ziemlich dunkel färben. Gut, aber müsste gehen. Ja, muss ja nicht hübsch sein, muss ja nur funktional sein und super flauschig und Also wir hatten das Ganze jetzt ungefähr 5-6 Minuten, sage ich mal, im Mixer. Mhm. Machen da mal einen kleinen Test, wie fein das inzwischen ist. Mmh. Ja, recht ordentlich. Lecker. Ich glaube, ein Minütchen würde ich ihm noch geben, dass wirklich eine ganz, ganz feine... Hat was von Erdnussbutter. Pulpe entsteht. Wir nennen es Pulpe beim Papierschöpfen. Erdnussbutter. Die Erdnussbutter. Und dann schmeißen wir die ins Becken. Ja, also, ins Becken. Mit der Erdnussbutter. Kleiner Moment noch. Ja. So, wir machen die Erdnussbutter ins Wasser. Flop. Flop. Sieht schon ein bisschen eklig aus eigentlich. So ja, weil es so braun ist. Mhm. Wenn man jetzt natürlich irgendwie Altpapier nehmen oder so, dann wäre es dunkelgrau. Wegen der Druckverschmerze. Jetzt verteilen wir das Ganze schön.
da ein schönes Süppchen entsteht. Das Problem ist ja übrigens auch, weshalb man sich ja jetzt Sorgen macht über die Zukunft des Klopapiers in Deutschland, dass das Altpapier für die Klopapierherstellung langsam knapp wird. Ja? Altpapier ist jetzt besser als Gold, wertvoller, weil sonst ist irgendwann der Klopapiernachschub tatsächlich schwierig. Und da ja jeder Depp gefühlt Klopapier kauft, das gäbe es keinen Morgen mehr. Ne? Und alle Bücher, die bei uns stehen, sind kein Altpapier. Na, Schatz. Die 3742 gefüllt. Wagst du es, an meinen Büchern herumspielen zu wollen? Nein, natürlich nicht. Als ob das nur 3000 wären, lächerlich. Nein, wir zählen sie nicht. Ja doch, okay, viel mehr als 3000 sind es, glaube ich, dann doch nicht. Ich glaube, ich habe gut geschätzt. So. Nein, wir zählen sie nicht. Oh, schade. Das wäre doch auch mal ein schönes GÜB-Programmpunkt. Wir zählen Bücher. Wir zählen Bücher. Ja. Okay, wenn wir dann noch 4 Wochen Vollquarantäne kriegen, dann vielleicht. So, jetzt legen wir mal los. Ist das schon so weit? Muss das nicht noch ziehen? Wieso? Weiß ich nicht. Das ist kein Seilzieher. Das ist eine Pulpe. Na gut. Wie Ben schon erklärt hat, in der Regel nimmt man ein Gitterchen da anstatt Stoff, weil das Wasser einfach schneller durchfließt als es beim Stoff. Da werden wir wahrscheinlich ein bisschen Geduld brauchen. Aber ein Gitterchen hat man auch nicht mein Gesicht drauf. Das könnte man wohl auch drauf basteln. Oh. So, jetzt gehen wir einfach da einmal unten rein. Mhm. In die Soße. Mhm. Dann ziehen wir es möglichst waagrecht hoch, dass sich die Pulpe gleichmäßig auf dem Stöffchen verteilt. Da fließt schon ziemlich schön durch. Der Rahmen hat übrigens genau die Abmessung eines Stückchens Klopapier. Extra angefertigt. Jawohl, also 13,8 mal 9,7 cm. Dann kann man den oberen Rahmen. Oh, das sieht ja schon sehr flauschig aus, muss ich sagen. Ah, ich fürchte, es ist ein bisschen zu dick. Leider ist der Farbunterschied zwischen benutzt und unbenutzt nicht besonders deutlich. Aber da man benutzt ja an einem anderen Ort lagert als unbenutzt, da beziehungsweise dann nachher nicht mehr lagert, ist ja das nicht so tragisch. Na gut. Jetzt machen wir das einmal auf den Trocknungsstoff. Ja, auf den Trocknungsstoff. Jetzt muss ich ja doch noch aufstehen. Das doch. Das Ganze möglichst ab. Oder ist mein Gesicht. Trocknen. Ja. Oh nein, du bist gespiegelt. Also ich fand die Idee ja erst witzig, aber jetzt irritiert es mich dann doch ein wenig, dass wir mein Gesicht gerade auf Klopapier drucken. Ja, wenn man es dann sieht. Wenn man es dann sieht. Das Abtupfen hilft hier, damit einfach schon mal relativ viel Flüssigkeit raus ist und es nicht den ganzen Boden nachher total zertropft. Schatz, erklär uns doch nochmal schnell, wie du mein Gesicht da drauf bekommen hast. Ich habe Papier, also einen Ausdruck von deinem Logo gemacht in der Größe, das unter den Stoff gelegt und dann ja einmal mit Weißleim drüber gezeichnet eigentlich. Der Weißleim trocknet ja dann und hinterlässt wie so ein bisschen ein Relief. Aha. Ja, dann war sein Papier da drauf. Und du machst das hier gerade alles nicht zum ersten Mal, gell? Nicht ganz. Sie hat ja ihren Bachelor auf Basteln. So, und da haben wir cool. Klopapier mit Mann im Wald. Yeah. Und damit wir das noch schön nutzen können, hängen wir es jetzt auf. Es hat was von Backpapier, so farblich. Mhm. Und dann braucht das ein paar Stunden zum Trocknen. Vielleicht müssen wir nächstes Jahr Autogrammkarten machen. So. Das wäre eine Option, ja. Hat auch nicht jeder. Klopapier-Autogrammkarten. Wir haben so viel Klopapier, wir können sie sogar signieren und in die Welt rausschicken. Ja, das sieht voll gut aus. Ja, und da machen wir jetzt noch ein paar. Das war so ein bisschen der Test. Das hat so Original-Klopapier-Format. Wir hatten überlegt, wir machen 4 Stück für Vorwisch, Hauptwisch, Nachwisch und Polieren. Genau. Oder wir machen ein paar aneinander als Rolle. Ja, das versuchen wir jetzt das Rollenmodell. Mit dem Rollenmodell. Dass wir da ein paar aufeinander machen, damit man da nur eine feine Kante hat, wo es zusammenhält. Und dann kann man auch die Perforierung einzeichnen. Genau. So, dann let's go vor der Klopapierrolle. Warum ist das plötzlich so weiß? Oh nein! Oh nein! Mein Bart ist unordentlich. Das kommt in der Realität ja nie vor. Das hatten wir noch nie. Nein. Egal, dann haben wir wenigstens eins mit Logo. Ein schönes. Wir gucken jetzt, was da raus wird.
bisschen Wasser abtropfen. Oberrahmen weg. Ulup. Für die Perfektionisten unter uns, man kann hier dann auch so noch ein bisschen die Ränder glätten. Aber hey, das ist immerhin dicker als das dreilagige Superflausch. Mhm. Das hat auch nicht jeder. Ja gut, würde man mehr Wasser, weniger Pulpe nehmen, wäre es weniger dick. Wir hätten doch nicht so viel Schnitzen brauchen. Also du hättest nicht so viel Schnitzen brauchen. Und hier das ganze Gedrücke nochmal. Dann sieht man auch ziemlich schön unten die Flüssigkeit rauskommen. Drum alles schön im Becken machen. Ne? Mhm. Und wenn man es mit Kindern macht, viel Plastik überall, vom Fußboden, Arbeitsfläche, einfach alles. Am besten die Kinder auch in Plastiktüten stecken, weil da ist nachher alles voll Papierpulpe. Schatz, ich sehe schon die Kommentare. Plastik ist der Teufel! Ah! Nicht, wenn man mit Kindern bastelt. Oh, na gut. Und man kann ja die aus Müllsäcken so lustige Plastiküberwürfe machen. Hatten wir übrigens wirklich, als aber wir zum ersten Mal... Müllsäcke sind der Teufel! Hatten wir wirklich, als wir mit, als Kinder das erste Mal Papier geschöpft haben. Na gut. Einfach eine Mülltüte über uns, in der Mitte natürlich ein Loch für den Kopf, an der Seite zwei Schlitze für die Arme und so sind wir rumgerannt. Nein, du bastelst mir keine Mülltüte über... Ich bin schon groß, ich bin erwachsen, ich kann das. Ach so. Ich habe einen Bachelor of Basteln. Ja, man merkt's. Kann ich abstinken mit meinem blöden Waldwissen. Mhm. Mhm. So, und jetzt löst sich's nicht von der vom Rahmen, sondern vom Untergrund. Woran könnte das liegen? Dass beides Stoff ist. Ah. Dann drücken wir hier einfach noch ein bisschen besser fest. Könnte das mit der Adhäsionskraft, zusammenhängen? Ich wollte noch was Schlaues sagen, damit ich noch irgendwie hier... Deine Master of Science verteidigen ja. kann. Science, nicht basteln. Mhm. Mhm. Liebe Zuschauer, bauchpinselt ihn noch ein bisschen wegen seinem Master of Science. Ja. Ich glaube, er hat es gerade nötig. Ja. Ist mal wieder akut. Da drüben hängt er da. Da steht's. Tada! Ich fürchte, dein Gesicht will nicht vom Klopapier weg. Drum prüfe, was sich ewig bindet, ob sich nicht noch was Besseres findet. Was Passenderes für das Klopapier? Ja, oh, das war eine gute Technik. Ja, aber sie sind auf der falschen Seite. Wieso? Ich putz, es muss da drauf und nicht da drauf. Ach so, ups. Oh nein! Naja. Das ist... Ja, für ein Vorwischen. Das ist fürs Polieren, das Fetzelchen, wenn man sparen muss. Muss man nur mit dem kleinen Fetzen da polieren. Naja, wir basteln noch ein bisschen zusammen. Das Niveau ist heute so ein bisschen fürs Klo irgendwie. So. Mhm. Und jetzt ziehen wir das einfach runter und machen hier das nächste dran. Okay, dann mache ich an dieser Stelle jetzt erstmal einen Überbrückungsschnitt. Sonst wird das zu lang. So, und inzwischen ist das Klopapier auch fertig, nur 48 Stunden später. Das hier ist das Resultat. Es sind sogar 1, 2, 3, 4, 5 Stückchen geworden, sogar noch eine Reserve. Wir wollten ja nur 4 haben, reicht jetzt. Also wenn man noch ein bisschen mehr rationalisiert und sie jeweils halbiert, sogar für 2 Personen. Ja, also... Folgendes. Hier ein besonders schönes Exemplar und hier unser Versuch, welches mit Perforierung herzustellen. Leider hängt es schon recht weit auseinander, aber man kann eine gewisse Ähnlichkeit doch definitiv eben entsprechend feststellen zwischen meinem neuen Fanartikel, meinem Waldklopapier und eben mir, ne? So, und jetzt die tolle Nachricht ist, dass man das sogar noch verschönern kann und besonders hübsch zuschneiden. Denn dafür gibt es hier genau dieses Messer. Dieses Messer hat nämlich ein besonderes Feature, nämlich die tollste Schere, die man im Taschenmesserbereich kriegen kann. Und damit muss man jetzt nur noch die Ecken noch so ein bisschen gerade schneiden, denn sonst hat es nicht original Klopapierformat. Und das Erlebnis soll ja so authentisch wie möglich sein. Und dementsprechend müssen wir hier jetzt eben noch ein wenig
Ja, jetzt habe ich leider nicht nachgemessen, aber das klappt ganz hervorragend. Einfach damit wir einen schönen glatten Rand bekommen und uns nicht weh machen auch. Ist auch wichtig. Gut, fertig. Und das Problem ist jetzt, ne, wie man sehen kann, also die Materialstärke, die ist ja durchaus gegeben, aber das ist noch etwas rau. Ja, und deswegen müssen wir es jetzt noch etwas aufflauschen. Und man kennt ja aus dem Survival-Bereich die Technik, dass man mit dem Messer hingeht, um Birkenrinde aufzurauen, damit man sie besser entzünden kann. Man kann natürlich auch dieses Taschentuch, dieses Klopapier hier jetzt ein bisschen mit dem Messer aufrauen, damit man es dann nicht besser entzünden, aber besser verwenden kann. Ich habe hier mal zu diesem Zwecke ein kleines Messer organisiert. Und natürlich nehme ich die Rückseite, weil ich will ja nicht das Logo kaputt machen. Und wenn ihr dann hier jetzt schön rumschabt, dann bekommt ihr eine wunderbar flauschig raue, gar nicht mehr raue, sondern eine wunderbar flauschige Oberfläche, die von der Konsistenz her stark an Sägemehl erinnert. Klingt das nicht toll? Ist natürlich eine hochernste Angelegenheit. Ja, das hier ist auch das am besten geeignete Tool, was man dafür natürlich nehmen kann. Und ja, theoretisch kann man natürlich auch nur das Sägemehl, was hierbei rumkommt, verwenden und das Klopapier auf diesem Wege dann quasi wieder verwerten. Nein, egal. Jedenfalls, das wäre es zum selbstgemachten Klopapier gewesen. Hier nochmal die wunderbaren Stückchen, die perforiert sind. Und an dieser Stelle möchte ich mich herzlich, das lege ich lieber weg, herzlich fürs Zuschauen bedanken und ja, wünsche allzeit frohes. Nein, das sage ich jetzt nicht. So, und damit kommen wir noch kurz zur Auflösung. Das war nämlich zu großen Teilen jetzt natürlich Blödsinn. Also erstmal kurz, was war kein Blödsinn? Tatsächlich, wie wir Papier schöpfen und so weiter und so fort, haben wir hier jetzt erfolgreich gesehen. Was ich eingangs grundsätzlich zur Herstellung von Papier erzählt habe, stimmt auch. Das ist natürlich nur ganz grob. Papier machen ist eine hohe Kunst und durchaus wirklich was, was man ordentlich gelernt haben muss. Gerade wenn man das in großen Mengen und in hohen, tollen Qualitäten herstellen möchte, dann muss man das wirklich massiv gelernt haben. Aber grob stimmt schon das, was ich dazu erzählt habe. Und der Schöpfvorgang, der war auch nochmal richtig. Der Beschiss sozusagen. Es ist noch, ist der 1. April, wenn ich das hier hochlade, deswegen dürfen wir das. Der liegt vor allen Dingen daran, dass wir unseren Kübel, unseren Mixer voll Holzreste ausgetauscht haben, natürlich off-Kamera, gegen einen Mixer voll Altpapierschnipselchen, ja. Mit Eierkarton drin, mit ein bisschen Zeichenpapier drin, mit ein bisschen Zeitung drin, also diverse Altpapierschnitzelchen. Und die haben wir dann gemixt, tatsächlich, mit eben entsprechend Wasser. Und dabei ist dann das rausgekommen, was man im weiteren Verlauf sieht und woraus auch dieses Papier hier entstanden ist. Das wäre erheblich grauer. Wir haben aber statt, wie ich im Video behaupte, weiße Farbe hinzugefügt, damit es etwas heller wird, haben wir im Gegenteil braune Farbe dazugefügt, damit es ein bisschen holzfarbiger aussieht, weil sonst wäre es eine relativ graue Pampe aufgrund der Druckerschwärze, die da dann eben in dem teilweise bedruckten Altpapier dann drin gewesen wäre, beziehungsweise Eierkarton besteht ja auch wieder nur aus alter Zeitung, die man dann neu zusammengeklebt hat. Und auch da hast du wieder einen gewissen Anteil Druckerschwärze drin. Wichtig, 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 schrottet nicht euren Mixer, indem ihr da wirklich versucht, irgendwelche kleinen Holzrestelchen drin zu raspeln. Das wird so nicht funktionieren, das macht nur den Mixer kaputt. Man braucht dafür tatsächlich irgendeine richtige Holzmühle, die Holzschliff herstellt. Das gibt es verschiedene Maschinerien, die man sich theoretisch wirklich mit großem Aufwand auch selber herstellen könnte. Und dann könnte man sich selber wirklich Papier auch im eigenen Garten herstellen. Ginge schon, geht aber nicht mit einem normalen Küchenmixer. Ja, also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und Holzschliff stellt man dann auch bitte viel feiner her, als einfach mit dem Messer ein paar
Schabreste vom Schnitzen irgendwie herzustellen und die in diesen Mixer da reinzuschmeißen. Also das funktioniert nicht. Außerdem ganz wichtig, selbst wenn man einen sehr feinen Holzschliff hat, den sollte man vorher auch nochmal aufkochen, damit zumindest anteilig ein bisschen das Lignin rausgeht, das Ganze eine breigere Konsistenz bekommt. Und nur dann, also dieser ganz feine Holzschliff, der möglichst aber auch so hergestellt werden soll, dass die Fasern ganz bleiben. Heißt, man nimmt ein längliches Stück Holz, ja, also wenn das jetzt hier ein Stück Stamm wäre, das ist die Wuchsrichtung, dann schabt man da an der Seite quasi gegen die Faserrichtung mit einer großen Raspel quasi lange Stückchen quasi ab, damit die Fasern noch möglichst lang und möglichst intakt bleiben. Würde man das so rum abschaben, ja, also von oben quasi quer, dann würde man nur ganz, ganz, ganz kurze Faserstücklein bekommen und hätte dann niemals die Chance, vernünftiges Papier herzustellen, indem man eben lange Fasern bekommt. Das heißt, das funktioniert so wirklich daheim nur unter großem technischen Aufwand. Und nein, also nicht einfach Holzschnipsel in den Mixer schmeißen. Das wäre ganz wichtig, dass jetzt keiner denkt, das klappt tatsächlich, sondern das ist einfach nur als Gag, ne? So, aber ansonsten die Schöpftechnik, wie man sein Papier schöpft und allem Pipapo, das war dann wieder ernst gemeint. Das ist auch realistisch, das hat auch genauso funktioniert, wie ihr es gesehen habt. Auch das Altpapier aufmixen im Mixer hat auch so funktioniert, wie man es dann im Endstadium gesehen hat. Das ist also durchaus auch machbar und davon geht der Mixer auch nicht kaputt. Es gibt gegebenenfalls halt ein bisschen Sauerei und man muss das natürlich hinterher noch natürlich schön sauber machen, aber sonst klappt das auch wunderbar. Und nächste noch ganz, ganz wichtige Information mit so einem selbstgemachten Papier. Es sei denn, man hat es aus Klopapier hergestellt, was natürlich keinen Sinn ergibt, weil da könnte man gleich das Klopapier nehmen. Kann man kein Klopapier machen, weil Klopapier, also das Hygienepapier, das berühmte, die wunderbare Eigenschaft hat, dass es sich halt im Wasser sehr schnell auflöst und damit den Abfluss nicht verstopft. Jedes andere Papier, das man zweckentfremdet eben als Hygienepapier, verstopft dann bei Verwendung sehr wohl den Abfluss und ist also eine beschissene, im wahrsten Sinne des Wortes, Alternative zu echtem Klopapier. So, also, die Moral von der Geschichte, lustig ist es und das gibt hier irgendwelches hochwertiges Papier, ja, mit dem man sich dann auch irgendwelche Botschaften übermitteln kann, für Kinder vielleicht auch wirklich interessant, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat mit den Kleinen daheim, mit denen ein bisschen Papier zu machen. Nochmal, damit es auch wirklich verstanden ist, im Grunde musst du nur irgendwelches Altpapier in kleine Stückchen reißen, viel Wasser dazu, das in den Mixer kleinschreddern, bis da draus wirklich dieser Brei, den man dann bei uns auch sehen kann, entsteht und dann alles wie im Video gezeigt. Ja, aber nicht Holzreste, das geht eben nicht. Das wäre cool, weil man dann wirklich aus dem Wald Holz holen könnte, um sich dann daheim sein eigenes Papier zu machen. Aber so einfach ist es wirklich nicht. Mag sein, dass es Leute gibt, die das auch schon hingekriegt haben, aber ich würde es nicht riskieren wollen. Und die Qualitäten, die dabei rumkommen, sind unter aller Sau, wenn man da nicht wirklich weiß, was man tut. So. Habe ich jetzt noch was vergessen? Stimme aus dem Off? Ich glaube nicht. Okay. Also höchstens, wenn man selber schöpfen will, halt wirklich den Gitter reinmachen. Stimmt. Doch, das hat nicht recht funktioniert. Ja. Darum haben wir dann auch mal nach 5 Blättern aufgehört zu schöpfen, ja, weil wir es fast nicht mehr vom Rähmchen gelöst gekriegt haben. Mhm. Also Gitter ist wirklich die extrem viel bessere Methode. Das ist übrigens auch was man im Laufe der historischen Papierherstellung irgendwann festgestellt hat. Man hat auch mal eine Zeit lang mit irgendwelchen Lappen, also mit irgendwelchen Stoffstücken, eben wieder andere Stoffstücke geschöpft. Denn das erste Papier, das quasi hergestellt wurde, bestand vor allen Dingen aus alten Lumpen und gar nicht aus Holzfasern. Und als man dann irgendwann rausgefunden hat, dass die Schöpferei eben mit Gitterchen, ganz feinen Gitterchen, viel besser funktioniert als eben mit irgendwelchen Stofftüchern, wo das Wasser natürlich auch durchläuft, ging das Papierschöpfen dann auch viel schneller und man hat auch bessere Qualitäten hingekriegt, weil das Zeug halt eben nicht dauernd an dem Tuch, mit dem man es geschöpft hat, hängen bleibt und solche Späße, ja. Also die Tuchlösung ist eine Notlösung, das geht zwar auch, wenn man sich bloß ein paar Seiten machen möchte, aber ja, besser ist auf jeden Fall die Gitter-Variante. Gut, aber ich glaube, damit wäre die Situation dann ausreichend aufgeklärt.
Ich hoffe, ihr fandet das Ganze trotzdem noch mal ein bisschen lustig. Ihr könnt ja noch mal gucken, ob ihr irgendwo beim Schnitt zwischen eben dem Holzbrei und dem Papierbrei das bemerkt, dass wir da was ausgetauscht haben. Und ansonsten habe ich auch noch an zwei, drei anderen Stellen so ein paar kleine Anmerkungen im Video, die man, wenn man weiß, dass das alles ein bisschen, naja, zum Teil, zu großen Teilen Verarsche ist, vielleicht auch noch mal lustig sind. Also wer überhaupt nichts zu tun hat, ja. So, und ansonsten herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal, weil mehr habe ich zu dem Thema dann auch nicht zu sagen. Und nochmal, nicht so nachmachen, das ist also Blödsinn. Ne? So, macht's gut. Stimme aus dem Off sagt auch Tschüss.